guck mal, wie ich hier anmachen muss, weil die Kamera so weit weg steht. Dachte ich mir gerade so, oh, war ein bisschen zu viel schlitzig gerade. Ich habe nämlich wirklich einen Meter hier Platz. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir, wie man unschwer erkennen kann, ein Tageslicht. Jetzt haben wir nur noch so 30 oder 31 Grad. Ist voll angenehm. Und natürlich auch danke fürs gestrige Video. Das habe ich ja in der Nacht gemacht. Und zwar hat das für mich den Grund, nachts kann ich mich natürlich auch besser konzentrieren, beziehungsweise kriege da auch mehr Impulse, habe ich immer das Gefühl. Was aber tagsüber nicht anders aussieht. Achso, falls ihr Creme seht, tatsächlich habe ich wirklich sehr starke Augenringe. Mir ist es gestern auch sehr stark aufgefallen. Ist aber die Pollenallergie zu den Gräsern gerade extrem hoch hier in Berlin. Ja. Am Tag kriege ich aber auch Impulse und da ja Nacht- und Tagimpulse doch so ein bisschen abgleichen und auch verschieden sein können, die Situation von gestern kann heute eine ganz andere sein und natürlich hoffe ich, dass ich natürlich sehr, sehr viele erreiche, ne? Dass, obwohl ich das ja immer von euch süß finde, dass ihr schreibt, egal was die Karten sagen, ich gucke dich trotzdem gerne. Das ist voll niedlich von euch. Und auch da keine Sorge, so große Legungen, die hier kommen mit Inkognito, bedeutet ja wirklich, dass ich geheim mal rumstöber, was so los ist. Ich gehe da aber mit Respekt dran, ja, weil mir steht es ja eigentlich nicht zu, irgendwo reinzugucken und eine Person ausfindig zu machen, wenn man es mal jetzt so krass nimmt. Ist ja wirklich so, als würde man ins Tagebuch gucken. Deswegen auch das Wort Inkognito und das sind dann natürlich die langen Spiegellegung existiert, damit ihr gucken könnt, findet ihr euch wieder, könnte das mein Gegenüber sein oder der Neue oder genau auf das warte ich, genau das will ich nicht mehr, hau ab, so nach dem Motto. Und die werden natürlich nicht verschwinden, ja, weil ich gesehen habe, dass ihr sehr gerne die langen XL-Videos guckt, was mich ja dann natürlich auch freut. Die werden auch nicht verschwinden, aber seid mir nicht böse, wenn zwischendurch einfach mal so ein kurzes Video von 30 Minuten kommt, ja, das ist ja nun auch schon sehr lang eigentlich in der Überlänge. Aber es geht ja auch oftmals um euch. Trotzdem verstehe ich, dass ihr neugierig seid. Ich habe mit Karten legen, wie ihr wisst, gar nicht mein. Also ich lasse mir nicht die Karten legen und lege mir auch nicht selber die Karten. Ich war das einzige Mal, was ich euch sagen kann, bei einem Hellseher, der aus... Ach, das hat meine Mom eingeleitet damals. Ich glaube, er kam aus der Türkei, aus irgendeinem Dorf, natürlich hier in Berlin wohnend. Da waren wir irgendwo in Schöneberg. Der hatte so auch die Runde gemacht, dass er das kann. Und was hat er aus meinem Schädel gelesen, dass ich noch... Also ich war zu der Zeit schwanger. Könnte man jetzt auch sagen 50-50 Chance, aber der hat mir so viel erzählt, was wirklich stimmte und auch eintraf. Auch wenn es Jahre später war, traf es tatsächlich so ein. Ich war schwanger mit einem Mädchen, was er mir vorausgesagt hatte, wo ich aber wirklich noch in der Frühschwangerschaft war. Also per Ultraschall konnte ich es gar nicht wissen. Da hatte er auch recht. Und den Schocker, den er mir da mitgegeben hat, was man eigentlich nicht hören und wissen will. Aber du kriegst noch einen Jungen. Ich muss erst mal verarbeiten, ein Mädchen auf die Welt zu kriegen, dass alles gut läuft. Und dann kriegst du gleich so eine Ansage, du, das wart noch nicht. Du kriegst aber noch einen Jungen, ja. Tatsächlich ist es so, ja. Das sind so meine Erfahrungen mit anderen. Wie bin ich denn da hingeschlittert jetzt gerade? Ach so, weil ich das auch interessant fand, ja. So, jeder hat so seine Sorten, wo er hinguckt. Ich befreie euch. Ihr Lieben, nichts Negatives wie Positives mitnehmen. Sobald ihr merkt, ist nicht meins, beachte aber auch da, es könnte deins werden, ja. Aber ich sage das immer an, Vergangenheit gucke ich rein. Damit du schon mal abcheckst, handelt es sich um dich, weil sonst macht es keinen Sinn, dein Gegenüber anzugucken. Dann ist es nicht deine Energie und dann machst du dir falsche Hoffnungen oder manipulierst dich sogar selber noch und machst Schritte, die total fehlerhaft sind. Dann kommt Gegenwart und dann kommt die voraussichtliche Zukunft, wenn die Energie wirklich in der Lage bleibt, wie du sie wahrnimmst für dich. Ja? Das ist so deins, was du anpacken musst. Bei deinem Gegenüber kommt das natürlich auch. Wir starten jetzt hier wieder von Doreen Virtue. Seid mir nicht sauer, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit die Namen immer vorzulesen. Alle Kartendecks befinden sich bei mir in der Infobox. Wenn ich nicht vergesse, alles immer reinzukopieren, weil ich ja manchmal über Handy hochlade oder über einen Rechner, da sind dann die Texte auf einmal weg, die Felder. Die ISBN-Nummern habe ich alles da, aber die sind neu, die muss ich noch dazu schreiben. Deswegen sage ich es jetzt erstmal an, das sind die Lebensorakelkarten
von Doreen Virtue. So, was kriegst du für eine Anzeige? Am besten noch nicht verkrampft sitzen. Wirklich schön entspannt, einen ruhigen Ort finden, ein bisschen lachen. Bücher. Am besten nicht so verkrampft. Setz dich irgendwo hin und lies ein Buch, Mann, und nicht hier mein Video. Du findest deine Lebensaufgabe durch die Beschäftigung mit Büchern. Ja, lies doch mal wieder, bitte. Mensch. Oh Gott, ey, wenn ich Sensibelchen hier habe. Ich meine, das ist nicht böse, ja? War nur ein Spaß. Mit Büchern beschäftigen. Ihr werdet lachen, das nehme ich mir auch seit Jahren schon vor. Ich habe es geliebt, als Kind Bücher zu lesen. Die waren weggesuchtet bei mir, ja? Ich hatte ein Buch. Mein Ziel war es, an diesem Tag muss es weg sein. Wenn dann natürlich so ein Kracher kam, war es natürlich ein bisschen doof, aber ja. Und wir haben hier die Schule. Das hatten wir doch gestern auch. Und Energieheilung. Jetzt kommt es bei dir. Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt, ey. Das ist eine Fortsetzung von gestern. Ich sag's euch. Oder es trifft jetzt auf die Leute zu, die natürlich auch mit Energieheilung zu tun haben. Ja, muss ja nichts heißen, aber achtet da so ein bisschen, falls ihr gestern die Legung geguckt habt und gesagt habt, nee, mein Gegenüber war da jetzt eigentlich nicht so bei. Dann kann es heute in ähnlicher Form vielleicht noch ein bisschen prozentualer besser passen. Also Bücher, vielleicht überlegst du wirklich, du solltest dir mal wieder Ruhe gönnen mit einem Buch oder hast schon lange vorgehabt, dir eins zu kaufen oder aus dem Regal zu nehmen. Und hier auch wieder diese Weiterentwicklung mit der Schule, ja, und Energieheilung. Nimm das wahr. Machst du ja anscheinend, wenn du Kartenleger guckst, aber nimm das noch genauer wahr. Ich sag immer, sensibilisiere noch mehr dein Bauchgefühl. Lass dich nicht reinquatschen oder dich für blöd verkaufen oder in gewissen Situationen sagen, so wie ich gestern mit der Fliegenklatsche Gefühl, dass du dumm bist oder dass du eine Macke hast. Viele haben geschrieben, das ist meine Aura oder meine Seele. Keine Ahnung, was es war. Es war wie so ein einzigartig, wie so eine Fliegenklatsche, ja? Aber wirklich wie so Klatsch. Hör auf zu sprechen oder ich habe auch gar nicht auf die Stelle geachtet, wo es war, wo ich mir so reinkratze, weil ich dachte, bah, das muss weg, aber so großflächig. Ja, aber danke für eure Antworten. Das ist das, was du mitnehmen sollst, diese Energieheilung, ja. Hab vor dem nichts Angst, immer mit Respekt rangehen, aber trotzdem auf deinen Bauch hören, Energieheilung leisten. Wo hast du Schwächen, wo hast du Stärken? So. Dein Gegenüber hat Kinder. Oder der Mensch, für den du guckst, ja, hat Kinder, beziehungsweise ist ein kinderlieber Mensch. Du bist aber kinderlieb. Sagt man das so? Hört sich voll komisch an. Wieso? Du bist aber tierlieb, du bist aber kinderlieb. Also es handelt sich um jemanden, der zu Kindern wirklich sehr nett ist, die auch versteht. Vielleicht auch die gewisse Leichtigkeit, diesen Troll in sich. Neckigkeit, nicht erwachsen werden. Hier versteht man Kinder oder hat hier auch so ein inneres Kind, diesen Bedarf einfach an anderen Kindern weiterzugeben. Zu deiner Lebensaufgabe gehört es, Kindern zu helfen, sie zu lehren und zu heilen. Kann beruflich mit deinem Gegenüber zu tun haben oder auch wirklich, dass man hier so eine Aura hat, wo Kinder immer gerne zu dem Mann hinrennen oder zu der Frau. Man sieht das verhäuft, ja, dass sich Kinder oder Tiere auch bestimmte weiblich oder männlich dann fürs ganze Leben entscheiden. Die sind dann eher so männergebunden oder frauengebunden. Hier ist jemand, der zu dir gehört, für den du guckst, den du kennst, der sich mit Kindern sehr gut beschäftigen kann. Ich spüre auch wirklich, da kann man hier so die Leidenschaft rauslassen, die man irgendwie vielleicht im Verborgenen hatte die ganze Zeit. Hier kann man sich austoben, auskaspern. Also es ist ein sehr kinderlieber Mensch, ja, eine sehr kinderliebe Person. So, oh Gott, ich habe dir ja durchgeräuchert, stimmt ja. Deswegen muss er hier aufpassen, wie ich mich hier hinsetze. Gehen wir erstmal bei dir rein, damit du dich wiederfindest, ob das dein dazugehöriger Partner, Ex, Familienmitglied, Freundschaft, Kollege, was auch immer, Situation. Naja, okay, wenn Bescheid kommt, kann man nur nicht sagen, der Bescheid ist nett zu Kindern. Vielleicht hat es mit Kindergeld zu tun, ja? Vielleicht hat es mit Unterhaltszahlungen zu tun. Irgendwie dreh das ein bisschen um, damit es zu dir passt. Auch immer beachten, wäre es eine Privatlegung, dann
Nee, da quatsche ich genauso, fällt mir gerade ein. Aber ich habe mit den Leuten danach noch Kontakt und werde und die lösen meistens auch das auf und sagen, ja, stimmt, die Richtung war absolut richtig. Das hat damit und damit was zu tun. So viel lasse ich mir ja gar nicht sagen. Also münzt es euch wirklich um, wie es passend wäre. Ich weiß, ihr denkt euch gerade, Miranda, halt einfach dein Schnauzbrett. Ich gehe mir gerade selber so ein bisschen. Aber Energie stimmt, ja. Vergangenheit. Auf jeden Fall hattet ihr eine Beziehung. Ich muss erst mal gucken, ob Geben oder Nehmen hier angesagt war. Eine Gleichberechtigung stattfand, muss ich erst mal rauskriegen und klären. Oder möchte ich gerne klären und rauskriegen? Hä, wo habe ich sie denn hingemacht? Ihr werdet mich verstehen, wenn ihr meinen Stapel seht, ja, dass ich hier gerade nicht. Wo sind meine Lenormand-Karten? Oh. Hier, wartet. Das ist mein ganzer Kasten. Ah. Hier sind sie. Ich nehme zurzeit echt gerne die kleinen, obwohl ich die vom Format nicht mag. So. Ich muss aufklären, ob es sich um Geben oder Nehmen in eurer Vergangenheit gehandelt hat. Ihr konntet hier beide finanziell für mich jetzt mit dem Fisch, mit dem Schiff, Entschuldigung. Ihr hattet hier in der Bindung nicht wirklich finanzielle Probleme. Das konnte man managen. Beruf finanziell stand es ganz gut. Kann sein, dass dein Partner auch wirklich sehr viel unterwegs war, dir sozusagen das Geld immer gegeben hat oder vorhatte, das zu geben in der Vergangenheit. Finanziell war jetzt hier von meiner Seite kein Verlust zu sehen, sodass man hier dann auch wirklich ehrlich dann sagen muss, okay, Mann, schade, ist nicht meins. Wenn du wirklich finanzielle Krisen in der Partnerschaft hattest, für die du guckst, ja. Nee, da war man wirklich, man konnte das Geld geben, stellvertretend. Man hat. So, und dann musstet ihr euch beide für einen Weg entscheiden. Ich sag mit Absicht beide, weil du liegst hier in einer Verbindung. Natürlich kann es sein, dass sich einer nur entschieden hat, aber ihr habt beide den Weg hier genommen. Musste ja dann passieren. Ja, man kann ja nicht sagen, nein, ich möchte dich nicht gehen lassen. Oder aus welchen Gründen auch immer. Hier gab es dann wirklich eine Entscheidung, die eure Wege wahrscheinlich hier zu einem geführt haben oder getrennt haben. Und das löse ich jetzt auch auf. Was ist hier passiert, als ihr diesen Weg, zwei verschiedene Wege, jeder ist gegangen? Ja, hier gab es dann mit dem Mond eine Aufarbeitung, die nicht stattgefunden hat, wahrscheinlich vielleicht auch eine Entfremdung, ein Entfremden, Entfernen. Auch dadurch, dass jemand hier wirklich sehr aktiv unterwegs war, sehr aktiv sich vielleicht für andere Sachen beschäftigt hat, dich in der Partnerschaft vergessen hat, nicht mit Absicht, aber du kamst dir sehr einsam vor, obwohl du hier in der Bindung drin warst, ja? Das alles hat irgendwie gestimmt. Vom Geben, Nehmen, das, was du bekommen hast, anfangs war alles optimal, aber irgendwann gab es hier bestimmt auch so eine Fülle, die nicht mehr gerechtfertigt besetzt werden, eine Fülle, eine Leere, die man hier wirklich hinterlassen hat, wo du nicht mehr genug ernährt worden bist in Sachen Emotionen, sensibel, auch so alles Sachen. Du hattest dann Kummer und konntest aber nicht mit deinemjenigen darüber sprechen, weil er nicht da war. Weil er sich hier irgendwie peu à peu, Schritt für Schritt, ganz leise aus deinem Leben hier gekrochen hat, verabschiedet hat. Ihr habt euch beide so entfernt. Auch die Bindung zum Mond, dieses jeder für sich, ja, was passiert hier? Irgendein Prozess war hier entscheidend, der passiert sein musste, wo ihr beide aber noch nachgedacht habt, ob ihr das schafft. Und ihr habt es auch noch mal probiert. Ihr habt es noch mal probiert. Der Wagen löst in mir aber eine Trennung aus, ja?
ihr seid in der Vergangenheit, wenn du hier in Resonanz gehst, beide getrennte Wege gegangen. Und es kann sein, dass du diesem noch hinterher trauerst, weil du hier sehr glücklich warst. Ihr wart beide hier sehr glücklich anfangs, ja? Das ist schön. Es gibt tatsächlich auch Beziehungen, die von Anfang an wirklich sehr überschattet sind mit Schwierigkeiten, aber ihr wart hier erstmal so in der Fülle. So hat das Ganze angefangen, ja? So, haben wir das erstmal für dich. Aktuell. Also wenn mir heute was um die Birne fliegt, ist es wirklich der Wind. Heute ist schön angenehm. Aktuell. Oh. Du hast dir was vorgenommen, wirst das umsetzen. Power. Ass der Münzen. Vielleicht ein Jobwechsel, ein Jobangebot. Was ist los bei dir? Irgendwas kommt sehr gut. Voll die Aussetzer hier. Oh, Achtung, ja? Eine Versuchung. Was machst du, mein Kind? Was machst du hier? Du wirst doch wohl nicht wieder schwach werden und dich aufgeben. Erzähl es mir. Ich denke tatsächlich stark in eine Arbeitsrichtung. Dein Energiewechsel, deine Energieheilung könnte sein, du bist hier noch nicht angekommen, du möchtest irgendwo anders hin. Genau wie gestern so ungefähr, ja. Praktisch und auch planmäßig sehr, sehr gut. Wenn dir dann doch nicht die Schwere hier so zu schaffen machen würde, dass deine Konzentration nicht gut ist für diesen Schritt, dein Umsetzen wird hier geblockt. Ob das eine Arbeit betrifft oder ob das irgendwie Vorhaben betrifft, die du machen musst, das können auch Sachen sein wie Verträge, Bescheide beantworten, hinterher sein, Fristen abgelaufen, weil was ist das Schwere hier in dir, ja? Du hast die Power und bekommst auch die Power, nimm sie wahr, aber es ist so ein Zyklus, wirklich, wie die 8, dass es sich bei dir immer wiederholt, dass du hier irgendwie was vernachlässigst. Das zeigt mir einfach, falls ihr euch wundert, hier die Anzeige an, ach, du hast schon wieder was liegen lassen für was du bekommen kannst. Ja, du rennst hier irgendwem irgendwas hinterher. Sehr toxisch für dich, giftig allgemein, deswegen auch Energieheilung betreiben, ganz, ganz stark. Das machst du hier auch, aber noch mehr rein. Für dich wird hier aktuell angezeigt, noch mehr rein, damit du wirklich hinten raus die Balance bekommst über alles, was du dadurch hier liegen lässt. Du lässt hier irgendwas liegen oder hast auch das Gefühl von Power. Die Power fehlt einfach, ja. Diese Schwere, was vielleicht auch mit der Ex-Partnerschaft zu tun hat oder mit deiner jetzigen Liebe oder mit einer Bindung eines Menschen, den du gerne magst, der hängt, der sitzt noch wirklich sehr tief in dir und das hättest du, ja, das ist hier dein Jackpot, du kannst was erreichen, ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, ey, warum war er Gärtner? Geh raus in den Garten. Lenk dich ab, ja? Fang an, den Rasen zu mähen. Komplett neu anfangen. Damit das hier nicht immer passiert. Du machst hier selber irgendwie eine Schwere rein, obwohl aktuell deine Kraft einfach für Neues da ist. Und immer wieder die Versuchung, Mann, du hast es jetzt phasenweise geschafft gehabt, hier was anzugehen. Jetzt wird es wieder liegen gelassen durch so einen Scheiß hier, ja? So negative Gedanken. Könnte auch zur Aufarbeitung gehören, na klar, aber vergiss bitte nicht, sieh das nicht hier als ein bisschen Ernten, wo du dich wieder wohlfühlst, wenn du von der anderen Person was kriegst oder auf diese hoffst, ja, dir würden auch hier so ein paar Krümelchen reichen, du klebst ja aber zu lange dran, um was zu ernten. Hier, das sind die wichtigen Ansagen aktuell, umsetzen, machen, die Kraft ist da und wirklich alles ins Gleichgewicht bringen. Verschleuder oder verschluder hier nicht irgendwelche Sachen wegen des Menschens, der dir hier so in der Seele rumrennt, brennt. Und von dem Gedanken her ist das ein Stellenwert, der erstmal nach hinten kommt, statt in die Mitte. Das muss erstmal aufgeklärt werden, ja? Nee, bitte nicht. Ich habe nicht mal so einen langen Arm. Ich komme da nicht ran.
Das ist mein Problem, ey. Ich hoffe, das halten wir durch. Nee, Leutchen, ich muss aufstehen, weil ich kriege ja selber eine Macke. Das geht gar nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie... wie nervig das für euch dann sein muss. Entschuldigung, kann ich mal kurz durch? Gott, mein Latschen noch verloren. Danke. So, da sind wir wieder. Konzentrieren auf das, was wichtig ist und was gerade wirklich ansteht. Teufel. Mann, und du kriegst auch noch die Mäuse auf den Teufel, ja? Pass bitte hier auf. Hier ist was nicht gesund für dich. Kann sein, dass du es weißt und dir denkst immer wieder so, Mann, ja, ich weiß es, aber ich komme nicht weg. Lass dieses Aber weg. Du kommst weg. Du hast hier die Energie, ja? Du kommst weg. Du musst dir selber nur deinen eigenen Arsch in den Griff kriegen und dir vorstellen, ich könnte mir selber in den Arsch treten. Es bringt nichts, hier in der Spirale festzukleben und hier nichts zu beenden. Auch kann es wieder eine Dreierkonstellation sein, ja. Aber ich fühle hier eher die Vergiftung in dir durch diesen Menschen. Nicht als böse Person, sondern dich hat es böse erwischt in allen Ebenen. Und es fühlt sich natürlich auch wie Gift an, aber du bist abhängig von dem Gift. Kann man mir folgen? Du brauchst, das ist jetzt Achtung, nicht für alle, du brauchst diesen Schmerz. Du nimmst auch jede Enttäuschung in den Kauf oder in Kauf und bist die Person, die danach dann sagt, ja, Arschloch, Arschlöchchen, Erna, renn weiter, Klaus, komm klar, kein Bock mehr. Und dann so nach 2 Tagen, oh, ich muss wieder hin, so. Oder du nimmst die Signale deines Gegenübers, falls ihr noch Kontakt habt, auch sehr falsch. Für dich ist das schon ausreichend, bedürftig ernährend, ja? Ich sag's dir auf den Kopf zu, bedürftig ernährend. Hier läuft irgendwas mit falschen Dingen ab. Hier ist jemand nicht zu dir ehrlich und du erst recht nicht, ja? Also du bist zu dir auch nicht ehrlich in diesem Zustand. Deswegen hast du ja auch so eine Phase, wo du sagst, so, boah, ich muss mich mal wegballern hier. Ich muss nachdenken. Ich meditiere, das kann für alles stehen. Ich will nur noch schlafen, mir geht schlecht. Ich will nichts mehr sehen, nichts mehr hören, alles, ja? Wir legen mal, über was denkst du denn hier nach? Welche Phase ist hier so am schlimmsten, die dich so wirklich wegrutschen lässt? Ja, Schatten und Wolken, Schatten und helle Seiten, Schattenlicht, ja? Das ist das, was sich aufleben lässt und genau das ist auch die Gefahr, was ich davor meinte. Dieses, dir reicht es schon, wenn mal irgendwas zurückkommt, das füttert dich und der Mangel ist die Schattenseite hier drauf bei den Wolken. Das heißt, du gehst dann, wenn die Wolken oder die Schattenseiten auf dich zukommen, wenn du merkst, oh, da kommt jetzt wieder keine Resonanz zu mir, der fragt oder sie fragt nicht mal nach mir, warum fragt man vor 2 Wochen noch oder ich habe im Gefühl, dass du machst dich hier selber abhängig von deinem eigenen inneren Vergifteten. Hier muss ein Prozess stattfinden, der das Ganze beendet und dir Klarheit gibt. Ich denke, wenn du dich hier rein kniest, dann wirst du A, eine Ablenkung haben und B, für dich auch den Erfolg hier finden, der dir Kraft gibt, in der verteufelten Situation, in dem Teufelskreis hier rauszukommen. Ja, du musst mehr die Gedanken auf das, was du vorhast, richten. Nicht hier in der vergifteten Konstellation drin bleiben und dir sagen, Mann, na, aber das tut mir doch so gut, obwohl es wenig ist. Ja, es ist Mist. Es ist Mist, wenn man nicht viel bekommt, was nicht gerechtfertigt ist. Aber du bist eben so ausgehungert, dass du dich wirklich an so einem Stückchen einfach befriedigst und dir sagst, so, ey, das reicht mir ja schon. Es reicht nicht, ja. Hier ist 7 der Münzen einfach mal wieder so eine mangelnde Geschichte. Für was nimmst du vielleicht ein Stück von einer Münze, wenn du einen ganzen Korb haben könntest, ja. Du hängst dir irgendwie durch diese vergangene Bindung einfach drin, schleppst das mit dir rum. Da ist eine Fehlleitung von der Aufarbeitung drin oder nicht passiert, ja? Und deswegen auch hier die Energieheilung ganz, ganz ernst nehmen. Die ist ganz, ganz wichtig für dich. Auch diese Weiterentwicklung. Vielleicht ist es auch das mit dem Umsetzen, was du hier vorhast, ja? Dich beruflich irgendwie weiterzuentwickeln
und dir ein Buch schnappen, auf andere Gedanken kommen, gleich in die andere Richtung denken. Was musst du hier ins Gleichgewicht bekommen? Wir haben die Blumen und die Vögel. Vielleicht auch noch mal hier eine Aussprache suchen, ja, die dich so ein bisschen, achso, Entschuldigung, die dich so ein bisschen in die Richtung bringen lassen, dass du hier sonst zu tief hängst. Vielleicht, ich glaube nicht, dass derjenige dieses Gespräch führen wird mit dir, sondern du brauchst jemanden, mit dem du sprechen kannst. Hör dir ruhig mal andere Seiten an, wenn du jemand vertraust, oder kommuniziere hier mit dir selber. Hört sich bescheuert an, ja, aber du musst ja auf dich selbst aufpassen. Du bist für deine Seele, für deinen Körper selber verantwortlich. Du trägst die Verantwortung, wenn du über die Straße läufst, was du isst. Du gibst deinem Körper nicht Gift, was du trinkst. Du passt den ganzen Tag 24 Stunden auf deinen Körper auf, ja. Und hier so die Vögel ist so, entweder sagt dir zu dir selber, das tue ich mir hier nicht mehr an. Hier läuft nicht mit rechten Dingen irgendwas ab. Oder hier sind auch noch so Hinterrücksgeschichten einfach am Start, wo du einfach drunter leidest, ja. Du kriegst einfach nicht den vollen Kuchen. Auf der anderen Seite liegt hier jemand, der, glaube ich, genießt momentan, ja. Weil das ist ein Teufelskreis. Du musst hier lernen, loszulassen. Und du musst ja auch lernen, vor allen Dingen loszulassen in der Richtung, interessiert mich nicht mehr. Auch wenn dieserjenige hier auf dem Tisch liegt, ist es hier eine Person, du als Zuguckender vielleicht, wenn du dich hier wiederfindest, du musst lernen, interessiert mich nicht mehr diese Person. Es interessiert mich nicht, ob er irgendwann in 3 Wochen mal wieder fragt, ob wir uns treffen. Dann ist doch wieder eine Dürre. Es geht ja nicht vorwärts, weil dieserjenige wahrscheinlich hier andere Absichten oder ein anderes Leben führt, wo du erstmal darauf kommen musst, oder vergiss es, ihn oder jemandem hinterher zu betteln und dich zu nehmen, ja? Du bist hier nicht in irgendeinem Schaustellerkasten oder bist hier irgendeine Dekorationspuppe, wo man sich bedienen kann, wie man möchte. So ein Gefühl ist das ja einfach. Du musst deine Umsetzung hier wieder in den Griff kriegen, damit du diese vergiftete Scheiße loswirst, ja, die dich einfach blockiert. Du kannst dir irgendwas Großes oder irgendwas Großes hast du vor, wo du dich ständig blockst oder es nicht siehst, ja. Und hier wirklich mit jemandem sprechen oder mit dir selber die Gespräche führen, achte darauf, ja. Es ist ein Geschenk an dich. Für mich sind die Blumen jetzt selbst ein Geschenk an dich. Tu dir den Gefallen und lass dich bitte nicht versauern, nicht vergiften weiterhin. Was passiert, wenn du diesen Menschen ziehen lässt? Das ist jetzt eine Frage für dich, ja. Wenn er wieder da ist, geht es dir besser? Also mit dem Lug und Trug, den du die ganze Zeit hier fühlst und lebst, hinterher trauerst, in der Scheinwelt, nach jemandem bettelst, geht es dir besser, wenn derjenige an dir oder wieder zurück ist? Nein. Ich sag dir auch warum. Weil du das Glücklichsein, was ich oft betone, einfach nur vermisst, sobald dieser Mensch deinen Platz wieder erfüllt mit Entschuldigung, mit der Nahrung, dann ist dein Ego gefüttert. Warum ist es jetzt so? Habe ich zu viel gemeckert? Dann ist dein Ego einfach gefüttert, ja? Mehr ist es nicht. Du wirst trotz, oh, Hilfe, ey. Du wirst trotzdem hier, oh, ist mir heiß, im Teufelskreis bleiben mit dieser Person. Es ist hier eine Gesamttrennung für alle Beteiligten das Beste. Oh, ich werde bestraft, ich sag's euch. Ich werde hier in jeder Legung bestraft. So, wenn du das geschnallt hast in diesem Prozess, du bist jetzt wichtig, Aufbauarbeit. Ich sag schon vorausschauend vom Gefühl her, lass diese Person ziehen. Aber du musst natürlich in Resonanz gehen und bist ein Zuschauer, der jetzt nur noch Stärke bekommt, ja? Und nicht Stärke bleibt dran. Beim Teufel, was passiert mit mir? Beim Teufelskreis auf gar keinen Fall. Ah, vielleicht bin ich es ja. Tatsächlich. Ich mache immer noch so Scherze, wa? Sitzt dann auch hier so schön in Schwarz. Ich kann auch ein Teufel sein, das stimmt. Aber jeder von uns hat ein bisschen Engelteufel. So, nö, jetzt gerade nicht klären. Wird noch gemacht? Jetzt gerade nicht. Vielleicht später. Wir können auch noch einen Kaffee trinken zusammen. Mein Sohn, der hat auch ein Gespür dafür.
die Problemchen aufarbeiten. Das ist das, was ich meine. Wenn du diese Person zurückbekommst, zukunftsmäßig gesehen, hast du es einfach nur geschafft. Ja, so. Und dann, wo ist dein Ziel? Ist nicht ein großer Jackpot oder ein großer Gewinn. Du musst hier lernen, zukunftsmäßig deine Problemchen aufzuarbeiten und nicht zu verstecken und mitzunehmen. Des Weiteren spiegelt sich hier wieder dieser Betrug wider, der für mich andeutet und auch in klarer Linie nochmal. Solltest du diesen Menschen zurückziehen oder an dem bleiben, wird sich nur an dir bedient, ja? Alles andere wird fortführend hier weiter, wie die Mäuse und wie dein Teufelskreis hier weiter stellvertretend Link absolviert. Derjenige, der sich für dich entscheidet, könnte zu dir sagen, ich habe mich für dich entschieden. In Wahrheit wirst du hier wieder getäuscht, ja? Das könnte dein Teufelskreis, deine Anzeige sein. Bitte bloß nicht rein. Wenn du das alles nicht machst und dir treu bleibst und jetzt mal deinen Körper heilst, wirst du hier in die Leichtigkeit kommen, für dich bestimmen, noch mal von vorne anfangen, ab da an, sage ich auch immer ganz gerne, wo es dir als Kind gut ging, ja? Du musst in diesen Prozess wieder rein, wo du diese Fülle und diese Energie als Kind gespürt hast. Du hast dich als Kind auch nicht abhängig gemacht, im besten Fall, wenn man gut erzogen wurde und eine schöne Kindheit hatte, dass man hier irgendwie, ja, du spielst jetzt nur mit einem roten Baustein, blau sieht doof aus. So, sagt da niemand zum Kind. Du nimmst ja als Kind deine Rechte raus, das zu erschaffen in der Spielwelt, in Fantasien, die dich diesen Kummer einfach überspielen, aber auch aufarbeiten lassen, ja? Und sobald du hier diese Ablöse von diesem Menschen, der dir nicht gut tut, scheinbar, auch wenn es mal schön war, du kommst hier in die Leichtigkeit und fühlst zum ersten Mal wieder, ich bin frei, ich kann frei sein, ja? Deswegen stoppe ich jetzt auch hier, sonst sind es zu viele Informationen. Frei sein. Ja, frei sein von Lug und Trug. Ja, das ist dein Glück. Du hast den Fuchs und den Klee auf dieses Frei sein. Das ist nochmal die Bestätigung. Das bitte nicht nochmal eingehen, dein Lug und Trug. Der ist absolut fehl. Du wirst hier wirklich aufpassen müssen und der zeigt auch noch, ist es jetzt spiegelverkehrt? Der Fuchs zeigt wirklich so. Der Fuchs deutet auf deinen Lug und Trug, ja, auf die Sache, wenn du wieder zurückgehst oder hier länger noch wartest und dir irgendwelche Sachen versprechen lässt, du wirst einfach am Ende des Tages der Verarschte oder die Verarschte sein. Das Glück wird es richten. Das ist dein Glück, dein Körper, auf den du aufpassen musst, dein Leben, was nicht ein anderer hier bestimmt, der mal phasenweise oben da war, ja? Ich weiß, es gibt Leute, die wollen ein Leben lang mit jemandem zusammenbleiben. Macht es. Kann ich nur sagen, macht es. Ich bin keiner, der sagt, gebt bitte schnell auf. Aber irgendwann, wenn die Würde. Und das ist ja nun mal alles, dadurch, dass vieles öffentlicher wird, hört sich auch alles viel schnelllebiger an. Die Prozesse, die wurden eben alle sonst nur verheimlicht, ja? Was sind das für Dorfgeschichten, wo die da den einen gebumst haben und den anderen da und nach außen hin heile Welt, ja? Die Probleme, die gab es ja trotzdem schon alle hier in diesem Pakt. Und deswegen finde ich, hat man ein Recht, wenn sich zwei Menschen nicht benehmen können oder einer dann wirklich die Schwellen übertritt, zu sagen, jetzt reicht's, ey. Also das möchte ich nicht leben. Wirklich, hä? Was war das für eine Nachricht? Wirklich, das hat sogar mit dem Thema zu tun. Das Wort Leiden habe ich gelesen. Auch ganz zufällig. Ich kann euch keinen Screenshot reinmachen, weil es auch privat ist. Aber das war passend. Leiden. Dann leidet, ja? Man kann sich aussuchen. Und auch nochmal, dass du das mitnimmst. Du bist für deinen Körper verantwortlich. Natürlich, wenn man Kinder bekommt, auch für die Kinder verantwortlich. Zwei Erwachsene, du bist nicht verantwortlich für den anderen, aber ihr seid beide als Erwachsene verantwortlich für euch beide oder für eure gemeinsamen Kinder, dass ihr euch beide unterstützt. Aber dein Mann ist nicht verantwortlich für dich, dass du dich glücklich fühlst, sondern natürlich muss es eine Einheit ergeben, ja? Und wenn hier nur noch Lug und Trug, hier ist ja die ganze Seite völlig zerschossen, ja? Da wurde viel gelogen, ob aus Schutz oder nicht. Es ist klar, dass hier das, was du mitnimmst, die ganze Zeit einfach ungesund ist, ja? Oh, jetzt wird mir mal wieder heiß, wenn das Fenster zu ist. So, wir kommen trotzdem. Nicht, dass der Mensch absolut vergiftet ist, sondern für dich ist dieser Mensch Gift,
wird auch angenommen, und das ist ein schönes Zeichen, wenn Kinder jemanden von sich aus, von der Aura anziehen finden, ja, dieses Charisma. Es ist ein Mensch, der hier von Kindern aufgenommen wird, vielleicht auch, weil er selber gar nicht die Verantwortung gelernt hat, ja. Vielleicht benimmt man sich hier auch kindisch und kommt deswegen bei Kindern sehr gut an. Oder es ist ein verantwortungsvoller Mensch, der sich um Kinder kümmert, die er in die Welt gesetzt hat. Wenn nicht, dann ist es trotzdem ein Mensch, wenn er eigene Kinder hat und sich nicht kümmert, der bei Kindern gut ankommt, ja. Der hat hier so eine Energie einfach. In der Vergangenheit hat dein Gegenüber oder deine, das kann auch eine Frau sein, ja, die Kinder hat, sich vielleicht um ihre eigenen Kinder nicht kümmert, aber du siehst oder hast immer gesehen, dass Kinder sich bei ihr wohlgefühlt haben. Es ist hier kein Mann, sondern Mann oder Frau, ja, je nachdem, für den ihr guckt. Auch liebestechnisch auseinanderfummeln, es kann sein familiär, ja. Dann bitte nicht so sexuelle Sachen, die ich dann vielleicht hier reinbekomme, natürlich dann bitte weglassen und unter den Tisch fallen lassen. Hier war jemand stark. Und zwar war das, glaube ich, die Phase, wo ihr der finanzielle Fluss und ihr auch die Sonne als Liebespaar hattet. Hier hatte jemand Kraft. Hatte einen starken Willen. Also Kraftkarte lege ich mal hier hin. Hier haben wir die Verbindung, die gleiche Anzeige. Die Liebe war echt, die Leidenschaft war echt, ja. Eine Verbindung, auch familiär war echt. Die Liebe im Gesamten war echt, egal wen es betrifft. Wenn es kollegial ist, die Emotionen waren echt gemocht. So, Moment. Trotzdem ist hier irgendwas passiert, ja. Vielleicht hat man hier eine Äußerung abgegeben, wo man sich auch gesagt hat, sag mal, an welchem Strick hast du heute Nacht gehangen? Es ist hier irgendwie Selbstzweifel, was man hin und her geschoben hat, ja. Hier hat man sich einmal in der Fülle so gefühlt, in der anderen Fülle. Das bedeutet für mich auch die Wagenangabe auf der Seite an. Hier wusste man irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr, was ist hier passiert. Vielleicht hat man auch eine Schwere durch eine Arbeitssituation oder wurde gezwungen, sich zu entscheiden. Hat hier vielleicht auch jemand in sein Leben gelassen, wo man nicht gedacht hätte, dass derjenige so tief an deine gegenüberliegende Person rankommt, ja? Hier hat man gelernt, Verlust bitte nicht nochmal. Ich muss aber verlieren und von vorne anfangen. Es ist schon fast die Andeutung, dass dein Gegenüber gegangen ist, ob Mann oder Frau, ist jetzt hier egal. Wenn es nicht stimmt, dann klatschen wir einfach eine. Dann ist das das kleinste Übel, was ich hier falsch sage. Ich kriege rein, dass die Person gegangen ist, weil man hier von vorne, grundauf von vorne irgendwie neu angefangen hat, ja, in ganz, ganz kleinen, geduldigen Schritten, aber wirklich in so einer Phase. Es muss sich hier irgendwie ein Prozess sehr lange hingezogen haben bei deinem Gegenüber, weil er eine Verlustangst dir gegenüber spürte. Man war hier aber auch in so einem Prozess, ja. Was soll ich machen? Das ist schön, das ist schön. Wo geht meine Entscheidung hin? Ja, wie, was ist für mich irgendwie besser in Zukunft? Es geht hier um die Bindung. Soll ich das weiterführen? Es fühlte sich alles so stark an, ja, aber irgendwie sind jetzt einfach auch die Zweifel da. Ich komme hier nicht mehr vorwärts. Ich quatsche jetzt anstelle von dem Menschen zu dir. Hier sagt jemand, ich komme mit der Situation nicht mehr vorwärts. Wir haben uns beide im Weg gestanden und ich habe jetzt nur noch Verlust, seitdem ich dich kenne oder wir uns kennen. Im Sprachlichen sehr verbal, emotional, auch nicht fies irgendwie. Natürlich können Streitereien gekommen sein. Hier liegt jemand sehr emotional, ja. Ich habe Angst, aber ich muss diesen Schritt tun. Es tut mir leid. Irgendwie so ein, ich muss nochmal von vorne anfangen. Ich kann nichts für. Ich verliere jetzt lieber, ja, aber ich behalte das, was ich habe. Hier war jemand mehr klarer in sich, egobehafteter und hat vielleicht auch durch irgendeine Sache, die zwischen euch passiert ist, eine Kurzschluss, Knallung bekommen, ja. Und hat hier woanders ein Leben angefangen. Sitzt hier tatsächlich irgendwo anders drin. Das ist jetzt erstmal so, worum es aktuell nicht geht. Das heißt nicht Vergangenheit vor 10 oder vor 2 Jahren, wo ihr zusammen wart, sondern
Das ist jetzt die jüngste Vergangenheit. Ich erzähle ein bisschen, was zwischen euch passiert ist und wo sich derjenige jetzt befindet. In einer Familie. Da sitzt dieser Mensch drin. Das war das Ziel, das desjenigen hier aufzubauen. Vielleicht hat irgendwas dazu nicht gepasst, dass ihr euch eine Familie oder irgendwie eine Beziehung, einen stabilen Sitz aufbauen konntet. Das musst dann du wissen. Wo war der Knackpunkt, ja? Warum ging das nicht? Es könnte hier gut sein, dass hier wirklich jemand einen Kinderwunsch hat, Kinder plant, Kinder gemacht hat und sich deswegen erstmal da auch so in der Fülle sieht. Das waren aber schwere Schritte, ja. Das war ihm nicht so oder ihr nicht einfach in den Schoß gefallen, hat aber eine starke Bindung zu dir gehabt. Wir haben hier auch ein Geheimnis mit dem Buch. Also man geht hier in der Beziehung wohl auch nicht so ganz offen um. Das kann vorgestern oder das kann vor 2 Monaten oder vor 6 Monaten gewesen sein. Das bedeutet Vergangenheit hier auf meinem Tisch. Hier verschweigt auch jemand derjenigen, die in der familiären Situation zu tun hat oder mit ihm, ihr eine Beziehung führt. Es gibt Geheimnisse, ja? Gucken wir mal auf dieses, wo waren hier dieser die Unentschlossenheit? Nehme ich das oder das an oder Angebote von dir vielleicht, Kompromisse, die hier so ausdiskutiert waren. Ihr habt irgendwie alles Mögliche getan. Aber derjenige ist auch nicht ehrlich zu seiner jetzigen. Ja, hier gab es dann wirklich den Neuanfang oder ein Todesfall. Müsst ihr mal schauen in der Vergangenheit deiner Person, Todesfall, schwere Krankheit, die hiermit zu tun hat, oder eine dadurch, nicht oder, dadurch kam diese Schwere, dieser Prozess, welchen Kompromiss gehe ich ein, ja? Hier hat sich jemand auch total verloren, weil von vornherein stimmte wie bei dir die Angabe das hier. Du hattest die Liebenden mit der Sonne, hier ist die Kraft und Bindung, hier wollte man dich eigentlich nicht loslassen, aber hier ist irgendwas passiert, was zusammengefügt für euch beide und dir erst recht nicht gut tut, ja? Die Kraft. Hier hatte jemand wirklich die Kraft, bei dir Sachen zu erkunden, rauszulassen. Er wusste, sie wusste, wie man bei dir an Sachen kommt, die du rauslässt, ja? Deine Person hatte den Schlüssel und ich glaube, das ist auch so ein Schlüsselerlebnis. Merk dir das mal gut, warum du hier im Teufels Käfig oder im Teufelskäfig, im Teufelskreis hängst, weil dieserjenige einfach eine Gabe hatte, die dir vorher nicht gezeigt wurde. Und das ist der Schlüssel der Wahrheit. Ja, kannst du auch so mitnehmen. Das ist einfach nur, du hängst hier an diesem Schlüssel. Hier muss ein Mensch irgendwas bei dir aufgekriegt haben, wirklich aufgeschlossen haben, in dir vorgeholt haben, was ein anderer in deinem Leben noch nicht geschafft hat, nicht mal du dir selber. Und daran klebst du einfach. Das ist hier eigentlich dein Gift, was du die ganze Zeit hinterher rennst. Ist eine Blendung, ist eine Täuschung. Ja, das werden auch andere bei dir schaffen. Du lässt es nur nicht zu, weil du hier an dieser Person klebst. Das hat diese Person aber auch wirklich gerne gemacht und aus Leidenschaft. Das war alles echt. Das bitte mitnehmen. Es gab aber hier diese Kompromisssituation. Entweder Tod, Krankheit oder wirklich ein Neuanfang. Dazwischen muss zwischen euch was passiert sein, das weißt nur du. Und dieserjenige hat sich, um das nochmal zusammenzufassen, eine Familie, Scheinwelt, wie auch immer, aufgebaut, in der man sich trotzdem wohlfühlen kann, erstmal. Sowas kommt da immer erst hinten raus und führt auch Geheimnisse mit seiner jetzigen oder mit ihrem jetzigen, je nachdem, geschlechtlich oder wenn es jemand ist, den ihr kennenlernt. Oder derjenige lernt jetzt hier gerade jemanden kennen, ja? Es gibt Geheimnisse, so. Egal zu wem, ob familiär oder nicht, es gibt Geheimnisse hier. Aktuell haben wir hier ist man sich wieder unsicher, wen man überhaupt liebt, ja? Oh, das sind ja 3 Karten, sorry. Ach Mensch, und wieder den Neuanfang, ja? Hier, ich krieg gleich den Impuls, hier wird jemand wieder weiterrennen. Hier bleibt jemand nicht lange in dem Sitz. Es kann eine langjährige Beziehung sein oder wirklich einfach nur, dass man sich gerade was hält mit dem Buch Geheimnis, flirtet hier aktiv, ja, hat die Leidenschaft wirklich, um Emotionen zu erleben, zu spüren, weiterzugeben. Das ist hier ganz stark.
Hat aber hier auch diese Kompromisse. So vielleicht, oh, ich muss mich irgendwie verstecken, weil ich stecke noch irgendwo drin. Vielleicht bist du auch noch irgendwo drin, ja? Das kann alles sein, wenn ihr Kontakt habt. Ich muss hier wieder weg. So, das Gleiche, was man hier oben gemacht hat und bei dir als Wagen zu sehen war, ich muss hier wieder weg. Tschüssikowski, ciao. So, ich hoffe nicht, dass hier jetzt ein weiterer Todesfall eingetroffen ist, aktuell in der Gegenwart oder treffen wird. Stellvertretend, hier hat jemand gelernt, nicht mehr aufzuarbeiten, ja? Eigentlich da, womit du so ein bisschen Probleme hast, dieses Gift abzuschotten. Man erlebt und genießt extrem. Das ist hier ein richtiger Genießer oder eine Genießerperson. Und wenn es dann wieder so kompromissbehaftet wird, so, ach ja, da fällt mir noch was ein. Scheiße, ich habe ja, die eine lerne ich ja auch gerade kennen oder den einen. Und mein einer sitzt ja eigentlich auch zu Hause. Da bin ich wohl ein bisschen zu weit gegangen, ja? Oh, ich muss mal wieder weg. Und so verletzt man hier nach und nach durch die ganzen Stationen irgendwie mehrere Menschen, jetzt nicht jeden Tag, aber lernt vielleicht mal welche im Internet kennen oder trifft sich im Café. Ja, sorry, würde ich aber auch nicht schön finden. Ja, selbst wenn es nur ein Kaffee ist, da würde ich ja ausrasten. Wenn ich dann erfahre im Nachhinein, jo, jetzt waren wir mal 8 Mal im Café im Jahr, wir haben aber nur gesprochen. Schön. Also, ich habe nichts dagegen. Man hat nur gesprochen. Ist für mich okay, würde ich auch glauben. Aber wenn man es mir dann auch von alleine sagt, ne, und hier liegt einfach dieses, ach, das habe ich in der Hand, dieses Buch mit Geheimnissen. Man verschweigt hier irgendwas, ja? Und es fiel ja raus. Es ist ja nicht so, dass ich euch hier irgendwas madig reden möchte. Hier liegt einfach eine unsichere Person auf den Punkt gebracht. So. Diese unsichere Person hat jemanden kennengelernt. Du bist da nicht als Königin aufgetreten. Nee. Diese unsichere Person könnte oder lernt wieder jemanden kennen. Das ist für dich so, das hat mit dir gar nichts zu tun, auch wenn du weiterhin, ich würde dir helfen, weiterhin an dieser Person dran hängen bleibst. Hier wird man wieder auf jemanden treffen, der ein bisschen härter diesem um die Ecke kommt. Vorher waren es vielleicht Menschen, die man so ein bisschen händeln konnte, die sich händeln lassen haben. Diesmal wird hier eine Lektion kommen, dass hier ein Mensch kommt. Dein Gegenüber wird sich verzaubern lassen. Sei nicht neugierig, hat dich auch nicht zu interessieren. Das wird eine Lektion, ja. Hier wird man lernen, was es bedeutet, Härte zu spüren, Konsequenzen auch zu erleben. Also das wird deiner gegenüberliegenden Person in kürzester Zeit vermittelt und auch gelernt. Davon sei dir oder da kannst du dir sicher sein. Man ist bis jetzt hier immer gut weggekommen, aber es kommt hier stellvertretend König der Kelche, dem dein Gegenüber oder deiner gegenüberliegenden Person wirklich verfallen ist. Und komplett geflasht, ja, weg. Das wird aber die Person sein, die alles aufarbeitet, was du drin hast. Ja, du kannst die Erinnerung nicht ablösen, dass dieser Mensch nicht immer fein war. Es ist ein toller Mensch, aber du hängst eben dem Falschen nach. Du hängst diesem nach, was eigentlich therapeutisch für dich wichtig war, ja. Und deswegen hast du so ein Faszinationsempfinden. Das war wirklich eine Seelenverbindung, ja, so zum Befreien. Du hast dich aber leider nicht befreit. Wir haben die Fische, ja, ist wirklich jemand, der sehr sensibel, emotional und auch wirklich genießen kann. Ich bleib dabei. Wir klären auf, och, welche konnte ich nicht halten. Störche haben wir auch wieder, ja, das passt, der haut auch wieder ab. Bekommt hier eine Klarsicht. Huch, das passt ja auch. Hier, also wenn die Seiten wieder einem einfallen, ach scheiße, den Kompromiss kann ich nicht halten, ich muss es irgendwie verbergen, ach Mensch, ich habe ja noch jemanden zu sitzen oder ach Mensch, was mache ich hier? Haut ab, ja, auch wieder ins Schöne, in die Sonne rein und Mann, irgendwann komme ich auch schon wieder ins Nest. So, hier kommt aber immer wieder so eine Klarsicht, scheiße, was mache ich hier? Also hier liegt jemand, der hat wahrscheinlich mit seiner aktuellen Bindung jedes Mal wechselnde, nicht unbedingt Partner, aber hier lernt immer wieder jemand neue Menschen kennen, obwohl hier eine Familie existiert und hier das Buch mit den Geheimnissen drauf liegt. Die weiß ja oder der weiß ja von nichts, wo derjenige hier involviert ist. Und deswegen auch hier mit den Störchen kommen wir hauen wieder ab. So, deswegen passt das auch wirklich ganz gut, dass hier jemand kommt,
der hier mal für Ordnung sorgt bei deinem Gegenüber. Das wirst auch du nicht mehr in dem Leben schaffen, sondern wirklich jemand, der neu mit Härte kommt und sagt, du pass mal auf, ist ja schön, wie du bis jetzt durchgekommen bist, bei mir nicht. Es findet hier wirklich eine Transformation statt. Ist wunderschön, meine Aufklärung jetzt für mich als Bestätigung. Die Person, die hier reinkommt, fördert ihn in der Transformation, ja, was so ein bisschen demjenigen die Augen öffnen wird. Oh mein Gott, wie hast du eigentlich die ganze Zeit gelitten? Ja, hier wird einem klar, wie sich das anfühlt die ganze Zeit und natürlich auch die Situation zwischen der Beziehung, die der Mensch jetzt gerade führt. Also da scheint man auch nichts von zu wissen oder macht einfach auch die Augen zu und hört sich Lügen an. Und die Wahrheit will man ja eigentlich auch gar nicht wissen, weil vielleicht, ja, man ahnt oder sonst was, ja. Falls es dich interessiert, was mit diesem Menschen noch passiert, ich fand dich viel wichtiger hier am Anfang. Sollte es familiär sein, dann kann es gut sein, dass hier eine außenstehende Person dafür sorgt, dass man tatsächlich zu dir Kontakt aufnimmt, weil man hier merkt, ich kann nicht immer wegrennen. Generell, die Person lernt hier einen Prozess, ich kann nicht immer wegrennen und von vorne anfangen. Es wird hier zurückkommen, du pass mal auf, ich bin jetzt deine Lektion, ich wurde geschickt, lieb mich innig, leidenschaftlich, liebe mich, so wie du noch nie geliebt hast, aber ich werde dir schon zeigen, wie viel Gift du damit verteilt hast, ja. Das wird hier so ein Lernprozess einfach. Das klingt fies, aber es ist nur, hier lernt jemand zum ersten Mal. Wir nehmen mal hier nicht alles so mit Larifari wie in der Kinderwelt, sondern du musst mal hier lernen, Verantwortung zu übernehmen. Das geht ja nicht, dass du dich hier überall durchfütterst und durch die Betten springst. Hier wird man nach der Transformation zu seinen Fehlern stehen. Auch hier sage ich, hier ist man motiviert, dazu zu stehen, zu machen, zu seinen Fehlern zu stehen, zu sagen, ich kann das nicht. Man hat hier wirklich in der Zukunft, wenn alles gut läuft, gelernt. Der bleibt übrigens oder die nicht mit der Person, die vorbeigeschickt wird für die Transformation. Hier fängt man alleine nochmal an, sich die Schuldzugeständnisse vor den Augen zu packen. Ja, man sagt sich, ich bin die Person. Ja, ich will da auch wieder hin. Ich mache das, ich stehe dazu. Kann sein, dass irgendwann kommt, tut mir leid für alles, was passiert ist. Ja. Da ist jemand wirklich stark auch wieder in die Motivation drin. Ja, hier wird auch das abgearbeitet, wogegen man sich immer gewehrt hat. Diese Verantwortung, das wird hier aufgearbeitet. Man wehrt sich hier vielleicht auch gegen so Sachen, die man sonst gerne gemacht oder getan hätte, wenn diese Versuchung hier kommt, so Einladung, Sachen, wie geht's, wollen wir uns nicht mal wiedersehen oder wenn man hier denkt, ach Mensch, ich will eigentlich wieder zurück. Kann auch zu dir sein, die Angabe. Man ist hier imstande zu sagen, nein, es bringt nichts. Ich wehre mich dagegen. Ich mache das nicht mehr, ja. Hier hat jemand wirklich daraus gelernt, die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und stößt daher auch alle Gedanken, die man ja vorher hier so in der Zweideutigkeit drin zu liegen hatte, von sich weg. Hier hat man wirklich gelernt, das war Scheiße von mir, ja. Aber der Prozess dauert einfach noch ein bisschen und man kann sehr schön. Man hat hier gelernt, wirklich zu sprechen. Das bestätigt auch den Ritter der Stäbe und mit der Abwehr. Man wird hier fast ein Mensch, der vielleicht für dich auch gar nicht mehr interessant wäre, den du kennengelernt hast. Hier verändert sich jemand und wird schon fast so, so wo ist dein Elan hin, ja? Hier wird man die Verantwortung übernehmen und lernen. Hier macht man einen Prozess durch. Hier ist man jetzt reif genug, Kommunikation alleine anzufangen und zu führen, was vorher nicht möglich war. Man hat es zwar bei dir mit dem Schlüssel geschafft und man wusste auch immer, wie man den Schlüssel zu benutzen hat bei anderen, um daran zu kommen. Letzten Endes ist das ja aber noch ein Mensch, der total verformt und unverformt hier liegt, ja, der wirklich nur mit Kindern klarkam in seiner Welt, ja, dieses freie, leichte, ohne Verantwortung, spielen, tollen. Auch wieder abgeben, wenn man keinen Bock hat, so ungefähr. Das ist so dieses Anzeichen. Und hier hat man eine Klarsicht, ja. Das ist eine schöne Hoffnungsenergie, Arkanum der Stern und Ass der Schwerter. Das ist schön. Man wird hier alles sprechend aufarbeiten
Und ich denke, es wird zu dir trotzdem noch sowas flattern, wie Nachrichten oder Gedanken von demjenigen, damit du dich hier auch lösen kannst. Boah, schwitze. Heute schwitze ich. Ach so, ja. Durfte er dank dem Rasenmäher zumachen. Die Person. Man guckt mal, ihr habt die gleichen Ziele, ja. Das ist Dualseelenteil bei euch. Ich gebe euch jetzt beiden den Tipp, dein Typ, Mann oder Frau, wird hier ankommen, was zu machen, was hier jemand wirklich auch schon sehr lange im Kopf drin hatte. Deine letzte Energie war das, was du verschwendest durch den Kummer, ja? Und ihr findet euch hinten raus, wenn alles gut läuft und du das endlich mal erkennst, deine Kraft woanders einzusetzen als in Erinnerungen, Schmerz, Sehnsucht. Sei dir sicher, es waren unschöne Dinger da, du wurdest verarscht, ja? Denk dir das nicht weg, wenn du es fühlst, dann ist es da. Konzentriere dich bitte auf diese Sachen, die du schaffen kannst, denn das ist genau die gleiche Energie, die dein Gegenüber, der mit dir zu tun hat, hinten raus machen willst, will. Und du willst ja wohl nicht die letzte Person sein, die dann sieht so, ach, was ist mit dir passiert? Ja, ich habe mich aufgebaut in der ganzen Zeit. Und du hast wegen der Person, die nicht böse sein muss, ja, aber du hast wegen diesem Ganzen, was hier drin hängt an der Person, was wirklich nur deine fehlende Glückseligkeit dir genommen hat in diesem Prozess, hast du zu viel Zeit vergeuden lassen und das nicht gemacht, was du schon immer gemacht haben wolltest, machen wolltest, tun könntest. Ja, die Energie wird jetzt eintreffen und sei du schneller als hier jemand, ja, der sich das vornimmt. Hier wird sich jemand auch wieder aufbauen. Ja, das war's. Danke. Noch einmal auflösen. Auf König, ob es da noch mal eine Komplikation. Gut, die konnte ich echt nicht halten. Da kommt's wieder, das Kind. Also dein Mensch hat hier wirklich mit Kindern zu tun. Entweder ein Kind gezeugt, Kind gemacht, Kind anwesend. Ihr werdet das am besten wissen. Leichtigkeit, Energie in Kinder reinstecken, beruflich Kinder, Kinder betreuen. Andere Kinder annehmen, alles, was es dazu gibt, ja, familiär, Leichtigkeit wie ein Kind, auch ein Neuanfang, alles, das steht dafür. So, ihr Lieben, jetzt gibt es für jeden noch eine Geistesführerkarte. Meine Lieblinge, ich weiß nicht warum. Dein Gegenüber, von dem du dich bitte lösen sollst und das auch ganz bewusst und nicht, der schadet mir, ist schlecht. Nein, es war eine riesengroße Bindung da und ihr habt das gleiche Ziel. In der Mitte der Aufarbeitung tut ihr euch aber beide nicht gut. Es sei denn, du willst noch 10 Jahre warten. Frag mich nicht, warum 10 Jahre, ist natürlich nicht 10 Jahre, aber es ist hier, werden noch eine andere Menge Menschen dranhängen, die leiden, bis die Person kommt, die die Transformation macht und den Menschen hier wachschüttelt. Ja, du kannst mit ihm oder ihr in der Phase nichts anfangen. Also lauf, dass du schneller am Ziel mit deiner Münze bist. Tritt deine Macht nicht ab und halte Maß. Das war ja hier auch so dieses zwei, was mache ich? Welchen Kompromiss, ja? Tritt deine Macht nicht ab. Wird hierhingehend wahrscheinlich auch weiterhin ein leidenschaftlicher Mensch bleiben, der weiß, wie man seine Leidenschaft mit diesem Schlüssel frei macht. Er hat den Schlüssel, ja? Der ist wunderschön. Das ist eine schöne Seele für diese Person. Aber trotzdem nützt es nichts, wenn einige Sachen einfach für eine Bindung, Beziehung, die man führen möchte und nicht gesagt hat, man führt hier was offen oder jeder, wie er will, sind hier eben unschöne Dinge und tritt deine Macht nicht ab, wird hier jemand sein, der auch nicht aufgibt, ja? Der ja hier draus letzten Endes lernt. Aber du sollst doch bitte schneller sein als er. Nicht so lange nachdenken. Hier will man auch hin, aber du hast dein Ziel schon fast vor Augen, beziehungsweise die Wegrichtung, ja? Halte Maß, die Mäßigkeit. Sag mal, ist überhaupt die Mäßigkeit noch vorhanden? Die kommt ja, kam ja gar nicht mehr. Die Mäßigkeit hier wirklich nicht aus den Augen verlieren. Und für dich, Geduld ist eine Tugend. Ja, aber dein Ende sieht einfach schön aus, ja? Alle Angaben waren bei dir drin. Geduld ist eine Tugend. Mach was draus.
dann erntest du auch einen vollen Korb, musst dich hier nicht mehr mit Lügeleien, Betrügeleien, Bezichtigungen fertig machen lassen. Schlepp das alles nicht mit, konzentriere dich jetzt auf das, was du umsetzen willst. Kann für sehr, sehr viel stehen, ja. Aber damit es jetzt hier nicht eine Stunde sprengt, ihr Lieben, werde ich mich einfach erheben und mich bedanken bei euch, dass ihr wieder so lange ausgehalten habt. Und mache noch eine Legung diese Woche, ja. Und dann geht's los mit den Sternzeichen. Da müsst ihr dann ein bisschen auf mich verzichten. Also nicht, dass ich unentbehrlich bin, sondern nicht wundern, dass es dann sein kann, dass wirklich 3, 4 Tage mal was nicht kommt oder wirklich nur kurze. Das ist dann der Sinn, warum ich dann die Zeit für diese großen Sternzeichenlegungen gerade mache und dann Privatlegungen. Und ich habe ja auch noch ein eigenes Leben. Nageltisch, Kanal da. Ich habe es ein bisschen übertrieben, das wisst ihr. Mir macht es aber Spaß. Mua, bleibt gesund und würde mich freuen, wenn es wieder heißt, bis zum nächsten Mal. Leute, ich kann mich nicht vorbeugen, ja? Ich habe ein sehr unvorteilhaftes Kleid an. Wollte ich nicht zumuten. Tschüssi.